So, willkommen zurück. Natürlich ist es wieder falsch rum eingestellt. Auch das Lenkrad funktioniert wieder überhaupt nicht. Ich kapiere nicht, warum der sich das nicht merken kann. Also da dürft ihr mal dran arbeiten, ihr Freaks. Vielleicht sollte man ihnen das mal sagen. Nur F11. Nimm die F8 da raus. Dankeschön. Oh, sorry, sowas nervt. Ja gut, es ist halt Early Access, was soll's. Ich habe jetzt die Mission einfach abgebrochen, bin jetzt noch 2-3 Rundchen gefahren und habe gesagt, komm, scheiß drauf, ne? Habe erstmal gesagt, hier, überspringen, skip. Und dann, ja, speicherst du heute noch oder was? Das gibt's ja nicht. Was, ich will nicht zurück zum Desktop. Du Spinner. Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, passt schon. So, wo geht's denn jetzt weiter? Ja, ich kann es ja nicht sehen, wenn ich, ja. Vorbereitung ist alles. Gut, was muss ich dabei machen? Ist wahrscheinlich schon angewählt, oder? Es riecht streng, ist aber nötig, ist fertig. Also ich habe es jetzt einfach erzwungen, dass er abgesprochen ist, wie auch immer. Ist dadurch natürlich jetzt auch, ja, nicht wirklich abgeschlossen, aber das passt schon. So, Vorbereitung ist alles. Bodenbearbeitung mit dem Rebell. Das ist ein Grubber, oder? So, Mission wird vorbereitet. Aha, und schon fliege ich wahrscheinlich aus dem Schlepper raus. Na, mal gucken. Ja, es läuft echt nicht optimal. Und dann gerade, wenn irgendwas arbeiten muss im Hintergrund, es läuft fürchterlich. Also wenn es dann läuft, alles gut. Aber so, wenn es so zwischendrin arbeiten muss und ich nehme am besten noch auf, kann es voll vergessen. Oder jetzt gerade auch so Sachen, wenn ich Tastenbelegung ändere. Es ist grausam. Es ist einfach grausam. Und warum merkt er sich das nicht? Das ist auch grausam. Also sorry, was soll das? Merkt ihr das doch bitte. Wo ist denn das Problem? Mann, 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 Mann. Na gut. Es geht weiter. So, und wo muss ich jetzt hin? Steht es jetzt auch da? Fahre zur Farm. Na also, machen wir. Fahre ich halt mit Tastatur, was soll's. Ist ein bisschen nervig. Ein Wohnmobil. Das finde ich auch gut. Hier muss ich sagen, dass die Fahrzeuge unterschiedlich sind. Es kommt mal ein Van, es kommt eine ganz normale Familienkutsche, es kommt hier sogar ein Wohnmobil. Finde ich cool. Aber es sind halt so Sachen, ja, weiß ich nicht. Andere Leute sagen halt, da ist mir dafür trotzdem noch viel zu wenig drin. Geh einfach mal nach dem, was drin ist. Und nicht nach dem, was noch nicht drin ist. Da kommt schon noch was. Wie viel, gut, das werden wir sehen, aber es wird definitiv was dazukommen. Und was eben drin ist, ist einfach besser. Tut mir leid, es ist besser als der große Konkurrent. Naja, der große Konkurrent macht auch Spaß, ganz klar. Ich werde mir auch LS19 holen, ungeachtet dessen, wie gut Kettle und Crops wird. Scheißegal, ich hole mir LS19. Aber es kann dann sein, dass ich vielleicht im LS wirklich nur noch im Multiplayer unterwegs bin und so lieber Kettle und Crops so. Ach du Scheiße, der ist ja langsam, der Idiot. Was ist mit dir los? Kannst du zufahren auch? Nee, ne? Na ja, komm. Gib Gas, lieber Michael. Oh, habe ich ein bisschen reingeschnitten, ne? Bin ein bisschen früh rein. Naja, egal. Ja, fahren wir mal zurück. Also. Ich habe jetzt also Feld 3 nicht fertig gegült. Hätte ich noch machen können. Ich habe mein neues Profil angelegt. So einen richtigen Schweinebauer. Der sieht richtig blöd aus auch. Das Gesicht ist so einen richtigen schönen Gamsbarthut. Wenn du gesagt, den nimmst du. Und ein Symbol Schweine. Ja, ich gesagt, das passt. Ah! Ich gesagt, das passt. Den nimmst du. Und mit dem arbeite ich dann auch richtig und mache alles fertig. Jetzt weiß ich ja eh was. Und dann spare ich da ein bisschen Zeit. Und das passt dann schon. Irgendwo da hier wird er rumstehen. Hier steht auf jeden Fall mal ein. Hänge den Grubber an. Wo ist er denn? Wo ist denn der Grubber?
Hä? Hier sind auf jeden Fall Fahrsilos, das sieht man schon mal. Wo ist denn der Scheiße? Hä? Ah, warte mal, da drin vielleicht? Obwohl, das ist eher der Stall, oder? Ja, tatsächlich, das ist der Stall. Aber wo ist denn jetzt mein scheiß Grubber? Hä? Ja, das sind so Dinger, weißt du, und daran scheitert... Oh, die gehen automatisch, das ist nicht schlecht. Daran scheitert es jetzt dann bei mir mit ordentlichen Missionszeiten, weil ich eben meine Sachen nicht finde. Und das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Sag mal... Kann das sein, dass der irgendwo hier drin ist? Na klar. War ja klar. Okay. Ja, daran kann man natürlich dann arbeiten an der Missionszeit, wenn man eben erstmal mal weiß, wo man hin muss und was man machen muss. Beim Güllekaufen habe ich da ja Mist gebaut, den ich diesmal nicht machen haben werde. Vielleicht sollte ich auch echt einfach mal so fahren. Würde doch bei manchen Arbeiten die Sachen erleichtern. Bam, da haben wir ne. Ah, man kann nicht wie im LS quer rum. Man muss schon zu... Aha, das ist aber in Ordnung, muss ich sagen. So. Wieder raus. Fahre zu Feld, diesmal 13. Na dann. Machen wir das. Geht hier lang, oder? Ja. Ne, ist schon ganz schön, auch wenn man so jetzt... Ich habe jetzt nochmal auf leicht gestellt. Ich habe, glaube ich, 100.000 oder gar eine Mille Startguthaben. Ist ein bisschen viel, aber gut, man kann sich halt erstmal alles Mögliche gönnen. Es ist ja eh... Es ist ja noch nicht viel da. Von daher passt schon, was soll's. Und mit dem werde ich das dann auch richtig machen, mit dem anderen. Das ist jetzt einfach nur zum Demonstrieren, wie sieht's aus. Und hier interessiert mich dann jetzt vor allem das Verhalten des Bodens. Da ist Feld 13. Stopp! Mein Gott. Grubbere Feld 13. Zu 50... Ach, ich soll es 50% grubbern. Ah, jetzt dann. Ich bin ja wegen Blade im Kopf. Oder ist es schon 50%? Na, ist ja egal. Ich denke mal, senken und alles, das ist genauso, wie es eben auch im Ding ist. V, ne? Jo. So, und jetzt gucken wir mal. Ja. Natürlich sind es jetzt im Moment noch Partikel, aber ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich. Das sieht doch trotzdem besser aus. Ja, also irgendwie schon. Ja, hier fliegt ein bisschen viel, ja. Ja, vielleicht ist das das Stroh, was davor drauf war, ne? Vielleicht ist das das Stroh, das vorher drauf war. Hoppala. Genauso so Dinger wie, wir gucken gleich mal, wenn wir jetzt einfach quer durchs Feld fahren, wie das dann aussieht. Ja, also die Reifenspuren, Bodenverhalten auf meinen Schlepper, das ist, tut mir leid, das ist besser hier. Könnt ihr mich gerne für schlagen. Und man sollte auch nicht so schnell fahren. Maximal 10, aber maximal. Dann dauert diese Mission halt ein bisschen, ne? Ja, Geräusche, okay, es scheppert mal, weil man gegen Stein fährt oder so. Ist cool. Mein Gott, sind kleine Chimmicks, die muss man jetzt nicht haben, aber ist ganz nett. Wie gesagt, also ganz ehrlich, so richtig begeistert war ich eigentlich von der Gülletextur, ne?
Und dass ich eben, wo ich da viel zu schnell drüber gefahren bin, habe ich richtige Lücken drin gehabt. Finde ich einfach irgendwie schön, sowas. Schauen wir mal. Und wenn das was wird, ich meine, selbst Oyster Proper sagt ja, er unterstützt sowas nicht, so Early Access davon, oder auch so generell, es war ja erst ein Kickstarter, davon hält er halt nichts, okay, ist sein Ding. Ich finde sowas nicht schlecht. Manche Spiele, Kickstarter, haben auch schon richtig gut funktioniert. Aber er sagt auch, wenn das erscheint, wird er sich's holen. Und wenn es dann toll ist, ist es was, weil es ist doch schön, wenn es 2, 3 Landwirtschaftssimulatoren gibt. Ja, ist es auch. Es muss nicht nur einen geben. Und wenn da noch ein bisschen was reinkommt, tut mir leid, dann gefällt mir Kettle und Kops besser. Ist einfach so. Ich hoffe, dass dem bis Sommer spätestens weitere Fruchtsorten auf jeden Fall noch reinkommen. Nicht nur Geräte oder was oder Handling, sondern eben auch weitere Fruchtsorten. Wie zum Beispiel, was weiß ich, Weizen, Gerste, irgendwie ein Getreide, ne? Wäre cool, wenn da ein bisschen was weiter passiert. Es soll ja eben nicht nur Rinderzucht sein. Mal schauen. Bin ich echt gespannt. Es sind ja teilweise auch Lücken dann drin hier bei meiner Grupperei. Aber wie gesagt, das ist jetzt eh der Charakter, der ist nur zum Zeigen. Da ist es mir relativ egal, ob da mal was unschön ist oder was, ja. Ah, da scheppert's, wenn du gegen Steine fährst. Das ist, ja, im Endeffekt ist es natürlich Blödsinn. Aber ich finde es ein nettes kleines Gimmick. Also, ist nicht schlecht gemacht. Du musst einfach aufpassen, dass du nicht so schnell fahrst. Ja, den mittleren Pfeil, der hier gerade so zuckt, das sind die Umdrehungen pro Minute und der äußere sind dann die Geschwindigkeit. Also so zwischen 5 und 10 können wir ja fahren mit dem Grubber. Mit dem Flug sollte man langsamer fahren. Aber mit dem Grubber kann man schon so zwischen 5 und 10 eigentlich fahren, aber ja. Ja, der innere Pfeil sind die Umdrehungen pro Minute. Ist cool. Es ist schön gemacht. Ja, also nicht schlecht. Echt nett. Ja, auch Fat Action hat sich's geholt. Ja, ich weiß nicht, ob er es komplett selbst bezahlt hat oder ob er vielleicht was gekriegt hat, weil er hat ja doch schon ein paar Abos. Vielleicht hat er irgendwie einen Bonus gekriegt, ja, kann schon sein. Aber wenn es so ist, dann ist es auch so und er guckt sich's auch an und sagt, das und das ist ganz gut und was ist nicht gut und was. Und was ist schwierig? Ich meine, das stelle ich ja selber fest, was nicht so funktioniert. Ja, ganz klar. Ganz nervig ist das mit der Steuerung. Jedes Mal musst du neu einstellen, wenn du im Spiel drin bist. Das nervt. Das könntest du dich bitte merken. Was ich einstelle, ja? Ich gehe ja extra auf Speichern. Aber gut. Ja, wenn sie nicht wollen. Hier sind die Spuren nicht so schlimm. Aber jetzt machen wir nochmal zum Abschluss was Lustiges. Und zwar, wir fahren jetzt einmal hier durchs Feld. Schön durch. Ja, hier fällt es nicht so auf, aber man sieht es auch so. Und jetzt steigen wir aus. So. Und jetzt gucken wir uns mal diese Fahrspuren an, ja? Im Verhältnis zum LS. Ja, man sieht hier noch die Pixel, die Polygone, die reingedrückt sind. Aber na, wenn man mal richtig ranschaut, hier ist eine Spur drin. Hier ist reingefahren. Und im LS habe ich das nur oben drauf, die veränderte Textur. Wenn man das noch ein bisschen optimiert, richtig geil. Ja. Und da, wenn Wasser reinfällt, wenn es jetzt regnen anfangen wird, dann da wird Wasser reinkommen, dann kriege ich hier Schlammlöcher. Und dann kannst du dich wunderschön schnell festfahren. Ja, also, ich weiß nicht. Ich find's einfach geil. Bin ich gespannt, was das wird, wirklich. Aber weißt du was? Eigentlich bin ich ein dummer Idiot. Warum grubber ich denn nicht so rum? Dann habe ich die langen Feldseiten. Ist doch 10-mal besser. Sag mal. Also. Dann würde ich jetzt sagen, danke fürs Zuschauen. Es sind immer nur so kurze Let's Shows, ne? Das ist ja kein Let's Play in dem Sinn. Wenn wir es ja spielen, dann erst, wenn es wirklich da ist. Im Moment ist es einfach nur zeigen, was da ist. Mehr nicht, ja? Okay. Gerne Like oder Kommentar. Hä, was denn jetzt? Da ist kein Gang drin. Würdest du fahren? Jetzt habe ich einen Rückwärtsgang drin. Ach. Die Leertaste ist ja die Handbremse. Ich habe die Bremse rein, ich Idiot.
Ich wollte wie im LS die Handbremse betätigen, die Leertaste betätigen, um vorwärts rückwärts zu schalten. Das geht ja nicht. Deswegen. Na gut. Also wie gesagt, gerne Like oder Kommentar. Ja, sorry. Ich meine, das ist jetzt hier reiner Unsinn eigentlich. Ne? Hier so dieses Scheppern und was. Aber ist irgendwo auch ein bisschen nett, so einfach so als kleines Umgebung noch mit dazu. Ja? Die Fahrzeuge, viel größere Vielfalt. Es ist nicht nur ein Van und ein Pickup und ein Kombi oder was und das war's, was rumfährt. Nee, wir haben hier ein Wohnmobil gesehen, wir haben hier so ein Van gesehen. Van gibt's überhaupt nicht, im Ding fällt mir gerade auf. Wir haben schon Pickup gesehen, wir haben ganz normale Autos gesehen, Kleinwagen. Schön, gefällt mir, ja. Ich mag das schon, was ich hier sehe, echt. Und ich bin gespannt, was es wird, ob es was wird. Ich glaube nicht an die Zeit, ganz ehrlich. Nicht. Wie bei Rising World. Rising World ist immer noch Early Access. Das wird niemals erscheinen. Aber wenn da weiter, wie bei Rising World, immer was dazukommt, dann kann man das auch irgendwann spielen. Rising World ist mittlerweile echt ein Spiel, was man spielen kann. Wo man was machen kann. Bauen, es ist ja ein reines Bauspiel. Ne? Hier eben auch. Wenn da noch was passiert, geil. Also, wir sehen uns im nächsten Part dann vielleicht mit dem Flug. Oder drillen wir vielleicht sogar Mais schon rein. Kann auch sein. Mit der Hammer-Sämaschine. Ja gut, Horsch ist halt raus. Deswegen. Was soll's.